Das Netz der Dunkelheit. Kapitel 7, der Showdown. Die Atmosphäre in der alten Weberei war gespannt und elektrisch geladen. Ein leichter Windhauch schlich durch die Ritzen der morschen Wände und das Knirren der alten Balken klang wie das Flüstern vergessener Geheimnisse. In den Schatten, die die Gewölbe bewachten, entstand die Silhouette der Schattenweberin. Ihre Gestalt war verschwommen, als würde sie gleich eine Nebelgemälde in die Dunkelheit zurückweichen. Emma stand der Gestalt gegenüber, ein mulmiges Gefühl in ihrer Magengegend. Die Dunkelheit schien sich in ihr auszubreiten, fing an ihrem Verstand zu nagen und nach Kontrolle zu ringen. Sie versuchte keine Schwäche zu zeigen, als sie ein Netz gemeinsam mit der Schattenweberin webte. Es pulsierte und flackerte, wie ein gefangener Lichtstrahl. Seine filigranen Fäden schimmerten in einem unheimlichen Blau und zogen imaginäre Linien zwischen den Welten. Emma kniff die Augen zusammen und sehnte sich nach dem Wissen, das sie in den alten Seiten der Bibliothek entdeckt hatte. Das verstaubte Tagebuch war mehr als nur ein Relikt. Es war ein Schlüssel zu uralten Kräften. Sie hatte die Zeilen mehrfach studiert, tief in ihren Herzen die Worte, die uralten Formeln und auch ihr Opfer verankert. Sie war der Vergangenheit begegnet, um die Dunkelheit der Gegenwart zu besiegen. Mit zitternden Händen formte sie die Worte auf ihren Lippen. Verbanne die Finsternis, binde das Licht. Verbanne die Finsternis, binde das Licht. Verbanne die Finsternis, binde das Licht. Ihr Flüstern war kaum mehr als ein Hauch. Doch die Worte hatten Macht. Das Netz, das sie hielt, begann durch ihren Aufruf zu leuchten, warf glühende Schatten an die Wand. In diesem Moment verschmolzen Angst und Entschlossenheit in ihren Herzen. Und sie wusste, dass dies der entscheidende Augenblick war. Mit einem kühnen Schwung ihres Armes schleuderte sie das Netz auf die Schattenweberin zu. Ein markerschütternder Schrei, wie aus der tiefsten Hölle, zerriss die Stille und hallte durch die hallenden Wände der Weberei. Die Schattenweberin wand sich im Netz. Ihre Form schien sich aufzulösen und in den pulsierenden Fäden zu verschwimmen. Die Wucht des Zaubers ließ die Umgebung erheben. Die Dunkelheit explodierte um sie herum. Ein Sturm aus panischen, schwarzen Wirbeln, der eine Bedrohung und Freiheit zugleich darstellte. Plötzlich war es still. Die Schattenweberin war verschwunden, aufgelöst im Nichts. Nur das Netz lag zersplittert zu Emmas Füßen. Ein gebrochenes Symbol ihrer einstigen Gefahr und ihrem fikralen Triumph. Sie atmete aus, die Luft brannte in ihren Lungen und ihre Knie zitterten, als würde die Erde unter ihren Füßen schwanken. Der Schaudern war vorbei, doch die Dunkelheit in ihr blieb ein ständiger Begleiter. Sie hatte die Kontrolle behalten, aber der Preis war hoch. Dies war das Opfer, was sie bringen musste, um die Spinne zu besiegen. Die Grenzen zwischen den Welten waren für immer verwischt und die Aufbruchstimmung war eine bittersüße Melodie, die in den Hallen der alten Weberei widerhallten. Emma wusste, dass die Dunkelheit zwar besiegt war, sie jedoch niemals ganz entfliehen konnte. Sie würde immer als Schatten in den hintersten Winkeln ihres Geistes verweilen.